Heute eine von zwei heftigen Transportboxen für die DJI Mavic Air von MC Cases. Und zwar die kleinere Smart Edition. Und da das Wetter eh gerade nicht zum Fliegen einlädt, habe ich die Cases erst einmal zum Outdoor-Test nach draußen gepackt. Klar, so weit würde ich nie für meine Mavic gehen. Jedoch ist es beruhigend zu wissen, welche Reserven in dem Case stecken. Daher habe ich die, bei den aktuell eisigen Temperaturen, einfach mal draußen überwintern lassen. Es ist überhaupt nichts passiert. Somit der perfekte Wind- und Wetterschutz. Wenn du bis zum Ende bleibst oder vorspulst, habe ich sogar noch einen kleinen Praxistipp. Aber was passt nun in diese Smart Edition rein? Als erstes sind wirklich null Spuren der letzten Nacht zurückgeblieben. Die Box verfügt über zwei Vorrichtungen für ein Schloss, um den Koffer gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. Geeignet für handelsübliche Kofferschlösser. Der Koffer kann auf ebenen Flächen auch hochkant stehen. Auf der Unterseite sind keine Gummifüße. Der Griff rastet zwar nicht in den Endlagen ein, steht aber sicher in beiden Positionen. Die seitlich und an der Vorderseite angebrachten Verschlüsse haben keine Sekundärverriegelung. Sie schließen aber bündig mit dem Gehäuse ab, sodass ein versehentliches Öffnen aller drei schon eher sehr unwahrscheinlich ist. Der Deckel ist mit einem Noppenschaumstoff versehen. Die innere Freimachung ist sauberst ausgeschnitten und keine Reste oder Soßen zu finden. Auch strömt einem beim ersten Öffnen kein unangenehmer Geruch entgegen. Was geht nun alles rein? Als erstes Ersatzpropeller. Hierbei ist zu beachten, dass man nicht einfach eines der Sets aus der Flymore-Kombo reinpackt, sondern aus beiden Briefchen jeweils zwei Propeller nimmt, da diese unterschiedlich sind. Entweder sind sie mit diesen kleinen weißen Strichen markiert oder nicht. Also immer zwei mit und zwei ohne einpacken. Und natürlich die Mavic Air selbst. Man sollte darauf achten, dass alle Propeller angeklappt sind. Absolut passgenau. Sie steht etwas oben über und die oberen Propeller sind frei. Diese werden jedoch von dem Deckel dann fixiert. Dann natürlich die Fernsteuerung. Und auch wenn die abnehmbaren Sticks genial sind, wenn es mal auf jeden Zentimeter ankommt, diese Box wird mit Fly Ready. Und so passt der Controller mit den Sticks in den Koffer. Und man spart sich das An- und Abfummeln am Einsatzort. Sowohl bei der Air als auch beim Controller sind Freimachungen, selbst für dicke Wurstfinger, um das Gerät wieder einfach rauszunehmen. Als nächstes in der Flymore Combo ist die Akkuladestation. Hier muss man aufpassen, da diese auch in dieses Fach passt, aber dort bekommt man sie ganz schwer wieder raus. Stattdessen kommt diese tief hier rein. Dort kann man sie dann auch seitlich wieder rausfingern. Das USB-Kabel ohne den kleinen Adapter kommt an diese Stelle. Das Netzteil passt sehr schön über die Ladestation. Nett mit dem DJI-Logo nach vorne und einem Kabelabgang nach hinten weg. Der Powerbank-Adapter darf natürlich auch nicht fehlen, genauso wenig wie die zwei Ersatzakkus. Dieser kleine USB-Adapter hat sein eigenes Fach, damit nichts verloren geht. Bitte mit Stecker nach unten, damit dieser nicht nach oben steht. Wer sich nicht sicher ist, mit welchem Smartphone er fliegt, für dieses Kabel ist ein jeweils eigenes Fach da. Oder man schmeißt es einfach in das große Kabelfach, da dort ausreichend Platz für alles ist. Genauso wie das Stromkabel und meine zusätzlichen Landing Gears vom PGY-Tech. Das Fach ist einfach überdimensioniert, was gut ist. Das wäre es also mit der Flymore Combo. Die Propeller Guards passen in der Smart Edition nicht rein. Wer noch mehr Platz braucht, der sollte sich die Explorer Edition anschauen. Die Smart Edition sieht nicht nur klein aus, sie ist es auch. Kaum größer als diese Designertasche aus der Flymore, passt sie locker in den Rucksack rein. Hier beim Deuter Giga 2. Und der hat dann noch locker Luft. In alle Richtungen, nicht nur nach oben.
somit definitiv Backpacker und Handgepäck fürs Flugzeug geeignet. Kommen wir noch zu meinem kleinen Tipp. Ich habe zwar meine Landing Gears eingepackt, werde die aber auch wohl gleich wieder rausnehmen, da das Case selber super zum Take-Off geeignet ist. Damit ich das Case aus der Luft besser sehe, mache ich jetzt noch ein bisschen signalfarbenes Gaffertape drauf. Und schon habe ich den perfekten Startplatz, der immer sauber ist und der Gimbal nicht im Dreck oder Gras steckt. Landen kann man ja in der Hand, wenn man es sich nicht zutraut, die eher auf diesem Case abzusetzen. Wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und lass ein Abo da, wenn du weitere Videos wie dieses sehen willst. Also zum Beispiel das Video des großen Bruders der Explorer Edition. Und wenn du meinen kleinen Kanal unterstützen willst, wäre es nett, wenn du für deine nächste Bestellung einen meiner Affiliate-Links in der Beschreibung klicken würdest. Die im Schnitt 3% machen mich zwar nicht reich, helfen aber meiner Frau zu erklären, warum ich so ein komisches Hobby habe.